Bei Athletic. Freistoß Geis. Nicht so schlecht. Und er ist drin. Klasse. Na, gerade haben wir noch von ihm geredet. Vom Naldo. Der kann nicht nur Freistöße schießen, der kann auch zur Stelle sein, wenn andere den Ball in den Strafraum reinbringen. Klasse von Naldo. 1-0 Führung. Schalke. Perfekt getreten und dann setzt er sich durch. Und da waren sie nicht so gut sortiert in der Innenverteidigung da bei Bilbao. Und da kann der junge Torwart nichts mehr machen. Das war aus ganz kurzer Entfernung. Naldo, der ist 1,98 groß. Und das ist in solchen Situationen ein absolut gewinnbringender Vorteil. Schöpft der Österreicher mit dem Zuspiel für Kolasinac. Nächste Chance, Bilbao. Das nennt man mal geradliniges Angriffsspiel. Hünteler erfolgreich. Kolasinac, der Assistgeber. Da waren sie ein bisschen entblößt, die Spanier. Und Schalke nutzt das resolut. Schöpf, Kolasinac, ein Blick, er weiß, da irgendwo ist er, der Hunter. Und das ist halt ein Torjäger. Der weiß, wo die Kiste steht, zeigt er wieder. Klaas-Jan Hünteler, eigentlich regelmäßig der Top-Torschütze in den letzten Jahren bei S04 in der vergangenen Schalke. Das sind ja keine Mannschaften, die man als Laufkundschaft bezeichnen kann, sondern das sind gute Gegner. Und die Spanier kommen zu ihrem ersten Tor. Hat die Abwehr nicht gut aufgepasst da, hinten drin bei Schalke. Und dann ist es halt schnell passiert. Das Tor durch Miquel San José. So ist es passiert. Der Eckball, schöne Verlängerung, einstudierter Spielzug. Und dann ist Fährmann machtlos. Miquel San José vorne mitzumischen. Geis, Johannes Geis! Ja, wunderbar! Wunderbares Freistoßtor. 81. Minute, Johannes Geis. 3-1, Schalke. Da kann der starke Torwart auch nichts machen. Perfekt getreten. Perfekt. Ja, das ist was für die Tribünen und das ist was für Genießer. Super. Besser kann man so einen Freistoß nicht treten wie Johannes Geis. Und da bleibt dem Torwart nur der Blick hinterher. Gut besetzten Arena. Aber die Schalker Nachwuchsarbeit ist ja bekannt für Qualität. Norbert Elgert, der Chefausbilder. Und jetzt gibt es noch den Elfmeter für Athletic Bilbao. Wenige Augenblicke vor dem Ende. Naldo contra Adoris. Wir gucken noch mal hin. Wir werden es gleich noch mal zu Gesicht bekommen. Winkmann ist sich sicher, das ist ein Elfer. Ja, er trifft nicht den Ball, er trifft den Fuß von Adoris. Hier sehen wir das. Das ist ein Foul und das kann man natürlich auch mit einem Elfmeter an. Möglicherweise schon die letzte Aktion in dieser Partie. Aris Adoris macht da sein Türchen. Ja, er macht's. Frech verwandelt.